Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Fokus. Wir befinden uns wieder in unserem Außendepot, in dem vornehmlich Großgeräte lagern, wie auch dieser Schleudersitz, bei dem es sich um einen Martin-Baker-Schleudersitz handelt, der zwischen 1968 und 1985 in den Starfightern der Bundeswehr benutzt wurde. Bei den Starfightern handelte es sich um ein einstrahliges Kampfflugzeug aus amerikanischer Produktion, die zwischen 1960 und 1991 bei der Bundeswehr im Einsatz waren und damit eben auch bei der Bundesmarine. Über 900 Stück waren es insgesamt. Die Starfighter waren im Einsatz als Jäger, Jagdbomber, Nuklearwaffenträger und eben auch bei der Marine zur Seeaufklärung. Hier waren sie im Einsatz bei Marinefliegergeschwader 1 und 2. Das bei der Bundeswehr am häufigsten eingesetzte Modell war das F-104G-Modell mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2200 km pro Stunde. Die Aufstiegsgeschwindigkeit des Starfighters betrug 244 Meter pro Sekunde. Die Dienstgipfelhöhe waren 15.240 Meter. Der Einsatzradius betrug 670 Kilometer ohne Zusatztanks und mit Zusatztanks sogar 1.740 Kilometer. Fast ein Drittel aller Starfighter ging im Laufe der Zeit durch Abstürze verloren und 116 Piloten verloren dabei ihr Leben. Ein Grund dafür, den Schleudersitz, den wir hier sehen, der Marke Martin Baker einzuführen, war eben genau das. Diese waren im Einsatz seit 1967. Bei unserem Schleudersitz hier handelt es sich um das Modell Mark 7, deren Komponenten aus verschiedenen Jahren stammen. Der Sitz selber stammt aus dem Jahr 1986, der Rettungsschirm aus dem Jahr 1980 und das Gurtzeug aus dem Jahr 1981. Diesen Schleudersitz haben wir von der Bundeswehr demilitarisiert geschenkt bekommen und der wiegt ungefähr 116 Kilo. Vielen ist der Starfighter auch bekannt unter dem Spitznamen Witwenmacher, den er hauptsächlich deswegen zu verdanken hat, weil die ersten Schleudersitze nicht adäquat funktioniert haben, was im Endeffekt zur Einführung der Martin-Baker-Schleudersitze führte. Die Martin-Baker-Schleudersitze ermöglichten auch eine Rettung sogar vom Boden aus. Die Firma Martin Baker gibt es noch heute und auf deren Website kann man einen Link finden zum Ejection Tie Club. Der Club ist für ehemalige Piloten, die tatsächlich mal mit einem solchen Sitz aussteigen mussten und es überlebt haben. Aktuell sind das rund 6.000 Mitglieder. Bei diesem Modell handelt es sich wie gesagt um das Mark 7 Modell der Firma Martin Baker. Heute gibt es das Mark 16 Modell im Eurofighter, was im Einsatz ist. Wie funktioniert denn jetzt eigentlich dieser Schleudersitz? Der Pilot aktiviert den Mechanismus, indem er entweder hier über dem Kopf an dem Aktionsgriff zieht oder auch unten zwischen den Beinen am Sitz. Als nächstes wird das Dach oder die Scheibe über dem Piloten entfernt und der Schleudersitz wird mittels einer sogenannten Schleudersitzkanone in die Höhe geschossen, die sich auf der Rückseite des Sitzes befindet, wo Sie jetzt ein paar Details sehen können. Danach wird eine Zusatzraketenpackung gezündet, die sich unter dem Sitz befindet und den Schleudersitz in noch weitere Höhe hinausschießt. Nach dem Auslösen des Schleudersitzes wird automatisch ein Notfunksender aktiviert, um den Piloten auch finden zu können. Gleichzeitig, sollte der Pilot bewusstlos sein, wird die Notsauerstoffversorgung aktiviert. Ein raketengesteuertes Stabilisierungssystem sorgt dafür, dass Taumelbewegungen minimiert werden und dass der Sitz möglichst stabil gehalten wird. Danach wird bei einer definierten Höhe, meistens unter 5000 Metern, der Sitz selbst vom Piloten getrennt. Danach öffnet sich der Fallschirm, wobei ein Beschleunigungsschalter dafür sorgt, dass dieser sich eben nicht bei Geschwindigkeiten über 400 km/h öffnet, damit der Fallschirm nicht durch die starken Windgeschwindigkeiten zerreißt. Der Pilot ist nicht nur in diesen Gurten sicher verstaut, sondern ihm steht hier auch noch eine Rettungsausrüstung zur Verfügung, inklusive eines Schlauchbootes. Damit ist der Pilot dann hoffentlich sicher gelandet. Das Ganze darf er aber auch nur zweimal durchführen. Wer zweimal tatsächlich mit diesem Schleudersitz ausgestiegen ist, darf das hinterher nicht mehr tun, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Das Militärhistorische Museum der Bundeswehr, die Abteilung Luftwaffe in Berlin-Gatow, hatte im letzten Jahr eine schöne Sonderausstellung mit dem Titel Bombenwetter, in der es vielfach um Redewendungen ging, die mit der Bundeswehr zu tun haben. In der kommt dann auch der Starfighter mit dem Schleudersitz vor. Schauen Sie doch einfach mal rein. Wenn Sie noch mehr zum Starfighter und auch zum Schleudersitz wissen wollen, verlinken wir Ihnen hier gerne noch ein wenig Bücher, die Sie lesen können, sowie auch bei Interesse vielleicht einfach mal reinschauen, wie populärwissenschaftlich das Thema in den letzten Jahrzehnten aufbereitet wurde. Ich hoffe, es hat Ihnen unsere heutige Folge gefallen und Sie schauen wieder bei der nächsten weiter fleißig rein. Und wenn Sie keine verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal.